Hollywood im Jahr 1940. Diese Bilder wurden mit einer kleinen Amateurkamera aufgenommen. Der Mann in der Mitte ist der Weltstar Charlie Chaplin, hier bei der Arbeit mit seinem Filmteam. Chaplin dreht seinen legendären Film Der große Diktator, bei dem er sowohl Regie führt als auch die Hauptrolle spielt. Die Handlung spielt in einem imaginären Land, das unschwer als das Dritte Reich erkennbar ist. Der Film soll auf die Gefahren des Nationalsozialismus und die entsetzliche Judenverfolgung durch das Hitlerregime aufmerksam machen. Wie Millionen von Kinogängern hat Chaplin Wochenschaubilder wie diese gesehen. Sie zeigen das Leben in Deutschland und sind in den europäischen und amerikanischen Kinos allgegenwärtig. Die Dreharbeiten haben im September 1939, wenige Tage nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, begonnen und dauern an, während Hitler immer größere Teile Europas verwüstet. In den USA, wo er seit langem arbeitet, erhält Chaplin keine große Unterstützung für seinen Film. Viele Amerikaner sind gegen einen Kriegseintritt der USA. Was hat Chaplin bewogen, seinen Film trotzdem zu drehen und ihn selbst zu finanzieren? Wer hat diese Amateuraufnahmen in Farbe von den Dreharbeiten gemacht? Und was verraten sie über die Arbeitsmethoden des Regisseurs, Schauspielers und Produzenten? Es ist kein Zufall, dass der Kameramann dieser Aufnahmen am 114. Drehtag des Diktators anwesend war. Wir schreiben den 18. Januar 1940. Eine so große Zahl von Komparsen wird im Studio nur selten gebraucht. 148 Tänzer und Tänzerinnen arbeiten fast bis Mitternacht an einer großen Ballszene in den Kulissen des Diktatorenpalastes. Diese Bilder stammen von dem Schauspieler und Regisseur Sidney Chaplin, Charlies älterem Bruder. Sidney ist gerade von einem mehrjährigen Europaaufenthalt zurückgekehrt und wirkt an diesem Film nicht mit. Er erscheint nur ab und zu mit seiner kleinen Kamera, um Aufnahmen für private Zwecke zu machen. Sie zeigen die Kulissen und die Arbeitsmethoden seines kleinen Bruders. Hier sehen wir die Proben für eine Szene, in der Anton Hinkel alias Hitler Frau Napoloni alias Frau Mussolini ein wenig burschikos zum Tanz auffordert. Noch einmal zurück. Das Besondere an diesen Bildern ist, dass sie eine Einstellung zeigen, die später herausgeschnitten wurde. Als extremer Perfektionist probt und dreht Chaplin seine Szenen oft viele Male. So kann er alle Gesten, Bewegungen und Gags ausprobieren und vervollkommnen. Die Farben der Kostüme und Kulissen wurden nicht nach Schönheit oder Realitätsnähe ausgewählt, sondern ausschließlich danach, wie sie in Schwarz-Weiß wirken. Denn Charlie Chaplin dreht einen Schwarz-Weiß-Film. Schauen Sie, links die Bilder von Sidney, rechts die ungefähre Schwarz-Weiß-Version. Die Ballszene folgt erst gegen Ende des großen Diktators. Sie ist kurz, zeigt aber gut, wie Hinkel, der sich auf dem Gipfel seiner Macht befindet, mit seinen Höflingen umgeht. Die Palastkulisse steht in einem von Chaplins Studios, das hierzu extra umgebaut wurde, damit der Lärm der Stadt nicht eindringen kann. Der Diktator ist Chaplins erster Tonfilm. Chaplins Studios liegen zu Füßen der Hügel von Los Angeles, im Herzen von Hollywood, direkt an der Kreuzung des berühmten Sunset Boulevard und der La Brea Avenue. Die großen Filmproduktionsunternehmen RKO, Paramount, 20th Century Fox, Columbia und Warner haben sich hier auf engstem Raum angesiedelt. Auch die Studios von Chaplins Freunden Mary Pickford und Douglas Fairbanks befinden sich ganz in der Nähe. Am Morgen des 12. Februar 1940 verlässt ein sonderbarer Konvoi die Studios von Charlie Chaplin, passiert das riesige Gelände der Universal und fährt stadtauswärts.
Der Konvoi transportiert eine eindrucksvolle Kanone für die Kriegsszenen, die an einem abgelegenen Ort rund 30 Kilometer von Hollywood entfernt entstehen sollen. Auf diesem Gelände haben die Szenenbildner Gräben ausgehoben, verbrannte Bäume gepflanzt und künstliche Ruinen für Szenen errichtet, die während des Ersten Weltkriegs spielen. Später werden diese Szenen die ersten 11 Minuten des großen Diktators ausmachen. Chaplin unterstreicht so das Trauma dieses Krieges und seine Folgen, zu denen auch der Nationalsozialismus gehört. Rechts ist die gewaltige Kanone zu sehen, die in den Werkstätten der Studios hergestellt wurde. Chaplin widmet der Arbeit an diesen Szenen einen ganzen Monat. Hier gibt er den Statisten einige Anweisungen. Links ist ein Tontechniker zu sehen, der wohl ihre Stimmen aufzeichnet. Diese am Abend entstandenen Bilder zeigen die Proben für eine Einstellung mit deutschen Soldaten. Chaplin spielt hier die zweite Figur, die er im großen Diktator verkörpert, die des jüdischen Friseurs. Der arme Mann wird in diesem Krieg sein Gedächtnis verlieren. Seine große Ähnlichkeit mit dem Diktator Hinkel ist für den Plot des Films von zentraler Bedeutung. Sidney Chaplin ist nicht der einzige Gast bei den Dreharbeiten. Das ist Henriette, seine Frau, hier mit zwei kostümierten Statisten. Das Paar hat sich 3 Jahre zuvor in Frankreich kennengelernt. Innerhalb der Familie trägt Henriette den Spitznamen Gypsy. Hier posiert sie mit Betty, einer Cousine der Chaplin-Brüder. Der große Diktator basiert zum Teil auf Tatsachen. So erinnert beispielsweise die Kanone an ein schweres deutsches Artilleriegeschütz, das die Pariser Bevölkerung 1918 in Angst und Schrecken versetzte. Die Granaten der von Krupp gebauten sogenannten dicken Bertha hatten eine Reichweite von über 120 Kilometern. Auch hier hat Sidney eine Einstellung verewigt, die sein Bruder später aus dem Film herausschneiden wird. Schauen Sie, unser armer Friseur hat den Befehl erhalten, die Kanone zu reinigen. Eine Aufgabe, der er sich so gewissenhaft widmet, dass er sogar beschließt, die Arbeit im Innern fortzusetzen. Der weitere Verlauf ist vorhersehbar. Der Gag wurde mehrmals geprobt, aber später verworfen. Chaplin inszeniert Bilder aus einem Krieg, in dem er selbst nicht gekämpft hat, was ihm heftige Vorwürfe einbrachte. Der Brite hatte sich zwar 1914 in die Musterungsliste eingetragen, doch die Londoner Behörden fanden, dass er als Tramp in seinen auch unter Soldaten beliebten Stummfilmkomödien nützlicher war als mit einem Gewehr in der Hand. Diese Aufnahmen stammen aus dem Jahr 1917. Schauen Sie, am Bug dieses französischen Kampfflugzeugs, da, prangt ein Tramp als Maskottchen. Das beweist, dass die Figur auch an der Front sehr populär war. Ministerielle Vermerke bestätigen, dass seine Filme die Moral der französischen, britischen und amerikanischen Truppen stärkten. Und so wird Chaplin im April 1918 in Washington, D.C. ein triumphaler Empfang bereitet. Der Finanzminister und einige Hollywood-Berühmtheiten haben ihn eingeladen, um die Regierung zu unterstützen. Die USA befinden sich seit einem Jahr im Krieg gegen Deutschland. Die Militärausgaben sind gewaltig. Zusammen mit seinen Freunden, den Schauspielern Douglas Fairbanks und Mary Pickford, unterstützt Charlie Chaplin, hier einmal ohne Schnurrbart, eine Werbekampagne für den Kauf von Kriegsanleihen. Charlie Chaplin, Mary Pickford und Douglas Fairbanks halten der Reihe nach leidenschaftliche Reden. Im weiteren Verlauf seines Auftritts improvisiert Chaplin einige Tanzschritte. Seine Partnerin ist die kanadische Schauspielerin Mary Dressler. Ihre recht eigenwillige Darbietung erinnert an Hinkels Tanz mit Madame Napoloni. An diesem 6. April 1918 beginnt in Washington eine gewaltige Kampagne, die landesweit sehr viel Geld zur Finanzierung des Krieges einbringen wird. Charlie Chaplin ist aus Los Angeles angereist.
Er hat seine Zugfahrt nach Washington mehrmals unterbrochen, um vor großen Menschenmengen zu sprechen. Anschließend reist er mit seinen Freunden nach New York und Philadelphia, wo sich ihre Wege trennen. Chaplin wird in weiteren 30 Städten erwartet, während seine Freunde in anderen Regionen eingeladen sind. Insgesamt bereist Chaplin in rund 6 Wochen 16 Bundesstaaten. Schließlich wird er krank und kehrt erschöpft nach Los Angeles zurück. Doch ein Jahr später bittet ihn die amerikanische Regierung erneut um seine Hilfe beim Verkauf von Staatsanleihen. Diesmal tritt er in Los Angeles auf. Doch Chaplin weiß, dass das Geld immer knapper wird und er seine Anstrengungen verdoppeln muss, wenn er der amerikanischen Wirtschaft helfen will. Immerhin haben die Vereinigten Staaten fast 2 Millionen Soldaten nach Europa geschickt. Und so legt er sich mit unglaublichem Elan ins Zeug. Auf dem Schild rechts im Bild stehen die ständig aktualisierten Einnahmen. Schon $49.500. Dieses Foto entstand etwas später. Jetzt sind es bereits $150.000. Chaplin bricht alle Rekorde. $150.000 sind nach heutigem Wert etwas über $2 Millionen. Seit einem Jahr schenkt Chaplin dem amerikanischen Staat sehr viel von seiner Zeit, seiner Energie und seinen Talenten. Und die Presse, die oft über den erfolgreichen jungen Engländer hergezogen ist, zollt ihm inzwischen Respekt für sein Pflichtgefühl. Auch 20 Jahre später, im September 1939, hat Charlie Chaplins politisches Engagement nicht nachgelassen. Im Gegenteil. Diese Ghettostraße hat er in seinen Studios nachbauen lassen. Sie wird für einige Szenen benötigt, die von den Leiden der Juden unter dem Hitlerregime erzählen. Die Kulisse, die den Eindruck vermittelt, dass die Straße links noch weitergeht, benötigt sehr viel Platz. Gleich dahinter befindet sich der Sunset Boulevard. Rechts verläuft die Grenze des insgesamt 6 Hektar großen Geländes. Ungefähr hier. 1939 wird der Wert der Studios auf $2 Millionen geschätzt. $2 Millionen ist auch die Summe, die Chaplins Film, der den Zorn der Nazis erregt, nach 1,5 Jahren Arbeit gekostet haben wird. Noch einmal zurück. Der Mann mit der karierten Weste ist Charlie Chaplin, der seinem filmenden Bruder Sidney ein Zeichen gibt. Und hier, rechts, ist der Schatten von Sidney zu sehen, der mit seiner kleinen Kamera auf einem Dach steht. Vom selben Dach aus filmt Sidney auch die ersten Proben für eine Szene, die vor dem Geschäft des Friseurs beginnt. Sie besteht aus einer Reihe von sehr präzisen Handlungsabläufen, bei denen Chaplin sowohl spielt als auch Regie führt. Hier befiehlt er dem Soldaten zusammenzubrechen und läuft dann weiter. Doch der Soldatentrupp erscheint zu spät, die Szene ist vermasselt. Chaplin erklärt ihnen noch einmal den Ablauf. Nun wird die Szene aufgenommen und diesmal ist der Eimer voll. Alle Bewegungen reihen sich mit der Präzision einer Choreografie aneinander. Ein Schlag mit der Pfanne auf den Kopf. Bumm. Diesmal sackt der Soldat rechtzeitig zusammen. Verfolgungsjagd bis zum Laternenfall und hopp in die Gegenrichtung. Der Soldatentrupp erscheint genau im richtigen Moment. Fluchtversuch. Auch die anderen Soldaten sind rechtzeitig zur Stelle, um ihm den Weg zu versperren. Chaplin in Panik. Die Falle schnappt zu, als immer mehr Soldaten eintreffen. Er wehrt sich, doch vergeblich. Die Soldaten ergreifen ihn und zerren ihn zur Straßenlaterne vor seinem Geschäft, um ihn aufzuhängen. Aber diesmal hat Chaplin etwas vergessen. Noch einmal in Zeitlupe. Achten Sie auf den Farbeimer, den er in der linken Hand hält. Er hätte ihn gleich nach dem Schlag mit der Pfanne benutzen müssen, um seinen Verfolger aufzuhalten. Jetzt. Er lässt den Eimer viel zu spät fallen. Die Aufnahme ist misslungen. Und hier nun die Szene aus dem späteren Film, in der alles wie geplant abläuft. Go on, paint that. Hey, you! Oh. Oh.
Nachdem die Szene abgedreht ist, kümmert sich eine Krankenschwester um den farbverschmierten Soldaten. Liebenswert, dass an ihre Anwesenheit gedacht wurde. Nun erklärt Chaplin dem Offizier, der den Friseur kurz vor seiner Hinrichtung retten wird, die Fortsetzung der Szene. Seinen Platz unter der Straßenlaterne hat derweil ein Double eingenommen. Schließlich kann Chaplin schlecht Regieanweisungen geben und gleichzeitig an einem Seil baumeln. Und nun spielt er die Szene selbst. Doch wo hat sich der Regisseur seine Anregungen zu diesen Ghetto-Szenen, der Straßenkulisse und den Uniformen von Hinkel-Soldaten geholt? Seit Hitlers Machtergreifung im Jahr 1933 laufen in allen Kinos Wochenschaubilder wie diese, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Moment. Auf dem Schild steht: Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden. Charlie Chaplin hat sich Kopien der Wochenschauen besorgt, um Ideen für die Kulissen seines Films zu sammeln und die Inszenierungen der Nazis zu studieren. Ihre Aufmärsche und Zeremonien und die Art, wie sie ihre Fahnen tragen. Chaplins besonderes Interesse galt dabei Hitlers Gestik. Sein Gang, sein Gruß, seine Blicke und die Art, wie er seine Haarsträhne zurückstreicht. Hier ist er mit Hermann Göring zu sehen, links im Bild. Und hier teilt er sich die Huldigungen mit Mussolini. In den Reportagen, die Chaplin viele Male gesehen und auch seinem Filmteam vorgeführt hat, waren auch Ausschnitte aus Hitlers Reden enthalten. Gelöscht! Der Frevel ist gesünd! Chaplin hat sich bei seiner Darstellung der Figur des Hinkel von Hitlers Redeweise, seinen Blicken, seinem Tonfall, seiner Mimik, seinen Pausen und seiner Haltung inspirieren lassen. Die Menschen nehmen und aus der Fruchtbarkeit deine Familien die Nation erhält. Im Film treibt Chaplin die Karikatur des Diktators so weit, dass er ihm sogar eine künstliche Sprache verleiht. Straff mit seinen Hüten, sagt der Flair. Der Flairten wird der Hüten, sagt der Flairten. Und Straff mit seiner Trotz. Eine Flüten, der Herr Trust, einer nach Europe. Blitzkrieg, Fratsch, Fratz mit Zikadelten. Ein Feinholz, Straff mit seiner und ein Franz. Und mein Holzheim trifft mit seiner Finnland und mein Holzheim trifft mit seiner Russa, weil's Straße meine, hey, der Flützen, Mieter, hey, das trifft, hey, das stinkt einer Stunken, das Stunken mit der Hürde, ein Stunken mit der Hölle, ein Südhund der Glotzers mit seiner Tomea. Dass er sich erlaubt, Hitler, der Europa gerade in einen Krieg gestürzt hat, lächerlich zu machen, zeugt vom politischen Engagement des Filmemachers. Seit dem Ersten Weltkrieg hat sich Chaplin häufig mit Persönlichkeiten der internationalen Politik getroffen, etwa mit Mahatma Gandhi oder auch mit Winston Churchill, der 1929 seine Studios besuchte, unverkennbar hier rechts im Bild. Diese Aufnahmen entstanden zwei Tage nach ihrer ersten Begegnung bei einem mondänen Abendessen. Noch einmal in Zeitlupe. Der Mann mit Hut und Schnurrbart, der hier im Hintergrund durchs Bild läuft, ist Jack Churchill, Winstons Bruder. Die Brüder Churchill sind mit ihren Söhnen gerade von einer Reise aus Kanada angekommen. Politisch steht Winston Churchill vor einer langen Durststrecke, die er erst 1939, wenige Monate vor seinem Amtsantritt als Premierminister, überwinden wird. Im Rahmen seines Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten von Amerika war Churchill sehr an einem Treffen mit Chaplin gelegen. Und dieser ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen. Diese Bilder entstanden in den Kulissen für den Film »Lichter der Großstadt«, den der Hausherr gerade dreht. Der Mann links mit Spazierstock und hellem Hut ist der Journalist Alexander Moore. Er war amerikanischer Botschafter in Spanien und Peru, von wo er vor kurzem zurückgekehrt ist. Moore ist ein enger Freund von Chaplin.
Rechts von Churchill steht Randolph, sein 18-jähriger Sohn. In seinem Reisetagebuch berichtet Randolph von einer Napoleon-Imitation, die Chaplin zum Besten gegeben hätte. Der Komiker träumt seit langem davon, den Kaiser zu spielen. Wie dieses Foto zeigt, hat er sogar schon Kostüme anfertigen lassen. Winston Churchill, ein leidenschaftlicher Verehrer Napoleons, hat ihm versprochen, das Drehbuch zu schreiben. Doch das Projekt wird nie zustande kommen. Wie so häufig in Anwesenheit einer Kamera gibt Chaplin gern eine kleine Vorstellung. Doch zurück zum Dezember 1939. Charlie Chaplin und sein treuer Kameramann Rolly Totherow bereiten die letzte große Szene des Diktators vor. Chaplin ist nicht zufrieden. Es scheint Spannung in der Luft zu liegen. Hier ein anderer, gelösterer Moment. Chaplin spricht mit dem beleibten Darsteller von Hermann Göring. Noch einmal zurück. Der Mann mit dem nackten Oberkörper ist Ted Tetrick, der Kostümbildner des Films. Ted wird in Kürze zur Familie gehören, denn er heiratet Cousine Betty. Sie erinnern sich an Betty, die Frau vor der Kanone? Ted wird also eine Art Cousin von Chaplin werden. Die Helme der Soldaten machen stutzig. Sie sind echten deutschen Helmen nachempfunden, werden aber verkehrt herumgetragen. Eine Entscheidung des Kostümbildners oder ein spöttischer Seitenhieb des Regisseurs? Es ist kein Zufall, dass Sidneys Kamera auf diesem grauhaarigen, elegant gekleideten Mann verweilt. Das ist Wheeler Dryden, der dritte und jüngste Chaplin-Bruder. Wheeler arbeitet seit kurzem als Charlies Regieassistent. Sidney filmt jetzt die Vorbereitungen für eine Einstellung. Zwei Doubles folgen dem Weg, den sein Bruder gleich selbst zurücklegen wird. An den Soldaten vorbei und auf die Bühne, wo er eine Rede halten soll. Tatsächlich wird hier jedoch nicht der Diktator Hinkel zu seinen Truppen sprechen, sondern der als Diktator verkleidete jüdische Friseur. Anschließend dreht Sidney diese Bilder, die die Reaktionen der Soldaten auf die Rede zeigen. Offensichtlich hat Chaplin seinem Friseur einen Aufruf zum Pazifismus in den Mund gelegt. Doch die Entwicklung des Krieges in Europa wird ihn schon bald dazu bewegen, den Schluss seines Filmes umzuschreiben. Auch diese Szene wird also der Schere zum Opfer fallen. 6 Monate später dreht er die endgültige, weitaus ernstere Version. Hier ein Ausschnitt aus der Rede des Friseurs. Dictators free themselves! But they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Der große Diktator ist der erste Hollywood-Film, der das Nazi-Regime so direkt anprangert. Doch zurück zu Sidneys Aufnahmen. Auch Dan James, der Mann im gestreiften T-Shirt, hat als Regieassistent an dem Film mitgewirkt. Er war sogar am Drehbuch beteiligt. Aber nach dem Krieg wird ihn seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei teuer zu stehen kommen. Er erhält Arbeitsverbot und wird aus Hollywood verbannt. Charlie Chaplin wird noch 2 weitere Filme in den USA drehen. Zu Beginn des Kalten Krieges wird er beschuldigt, Sympathien für die Kommunisten zu hegen. 1952 verkauft er seine Studios und verlässt Hollywood, um sich in Europa niederzulassen. Die etwa 20-minütigen Aufnahmen, die Sidney im Laufe der langwierigen Dreharbeiten gemacht hatte, blieben 50 Jahre lang verschwunden. Erst 1992 wurde die Filmrolle durch Zufall in einem Wandschrank der Familie entdeckt.